auf einem gruseligen Friedhof habe ich eine Kiste entdeckt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir haben das Moorhaus gefunden. Schauen uns das hier mal noch an. Mal sehen, ein gruseliger Holzsack, ein verfluchter Dornbusch. Alles klar, hier brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja. Ich finde, das ist sehr hübsch hier, dieses... Ich finde diese Welt immer noch einfach nur episch. Gut, mehr gibt es hier nicht zu holen. Dann laufen wir mal runter. Haben wir die Kiste geholt? Ich weiß es nicht. Ne, wir können sie nicht holen. Uns fehlt der gelbe Knopf dafür. Gut, gehen wir mal hier runter. Ich würde gerne die Kamera hier drehen können. Wieder so ein... der einfach verschwindet, wenn wir ihm näher kommen. Seltsam. Ja, ein Brunnen. Hier noch einer. Hier Münzen. Noch mehr Münzen. Münzianos. Hier eine Kiste, die wir zur Seite schieben müssen. Damit wir diese Röhre benutzen können. Schauen wir mal rein, was sich dahinter befindet. Eine Kanone, die noch nicht offen ist. Das heißt, wir müssen erstmal einen Schalter finden. Und... haben wir von hier? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren. Schauen wir einfach mal in diese Kiste rein. Ein Musikstück. In der Kälte des Gefechts. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch so ein Geist. Ein Buhu. Ich weiß, dass die Buhu heißen. Alles gut. Vielleicht ergibt sich hier uns der Schalter. Ja. Für die Kanone? Für die Kanone. Perfekt. Laufen wieder zurück. Rennen wieder kurzerhand hierher. Springen. Fliegen hier rüber. Ah, oh, komm jetzt an der Kiste, die mit dem gelben Knopf. Genau. IQ hoch 200. Und bekommen wieder Powerkugeln. Wahnsinn. Also die Powerkugeln, ich finde das super, dass wir die da so in Massen bekommen. Nicht in Maßen, sondern in Massen. Das finde ich sehr schön. Aber ja. Vielleicht das mal ansehen. Kann man... Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt im nächsten Kapitel. Das riecht man schon auf 10 Kilometer Entfernung. Sieht man das schon? Ich weiß es nicht, gehen wir mal rein. Doch, man sieht es schon. Da! Oh, Hashtag Dollar. Nee, Hashtag Prozent Dollar Sternchen Ad. Nicht schon wieder! Jungs, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Dort ist verschwunden, ihr habt euch aus den Augen verloren, nun brauchst du unsere Hilfe, um ihn zu finden. Schon wieder. Nein! Wir haben Verstecken gespielt und dann haben wir uns verloren. Dieser Ort ist dafür wie geschaffen. Ich lese das nicht vor. Ich hasse es, diese Toad- bzw. Toadette-Eskorten. Nicht schon wieder. Bah! Verlaufen lohnt sich, ja. Ich will in diesen Brunnen reingucken. Nein, darf ich nicht? Aber schau mal, da brodelt das so. Wenn ich dagegen leuchte, dann... Seht ihr das? Gut. Von wo kamen wir? Von hier, gab? Ja. Hier geht es nicht weiter. Da drüben auch nicht. Ah, und hier gibt es die Kiste. Grillparty, eine Tarot-Karte. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Hier unten geht es weiter zu einer Toad-Escort. Toadette-Escorte. Eskortiere Toadette. Weil das so lustig ist, machen wir das Ganze noch 10.000 Mal. Ich muss mich hier abquälen, ja? Und was macht ihr? Ihr sitzt auf eurem Bildschirm. Tatenlos. Ihr könntet etwas Gutes tun. Gebt dem Video ein Like, abonniert es und aktiviert die Glocke. Natürlich, was sind das für Gegner? Schaurige Hopser, so sehen sie aus. Dachte ich mir schon, schwarze Ohren hatten wir nämlich noch nicht. Okay, Toadette, du läufst vor. Wir haben noch keinen einzigen Gegner. Wo müssen wir hin? Da lang? Hier durch?
Hier runter. Okay, okay, okay. Kurz. Also, hier hoch. Vermutlich hier runter. Und diese Röhre benutzen wir. Das heißt, wir werden mit Toadette dahin laufen. Wir werden auf jeden Fall Heldensicht mit Mario aktivieren. Und am besten auch noch Prinzessinblick. Halt, falsch. Ist da? Es gibt nämlich noch keine Gegner auf dem Spielfeld. Das heißt, Peach stellt sich dahin, also Rabbit Peach, die kann ja, hat hier die Heilung. Und sonst laufen wir eigentlich nicht und ich will wissen, ob, wenn die sich jetzt bewegen, ob beide sie abschießen. Ja, danke. Einmal Eierschale. Beide getroffen, zack. Pam weg. Der hat noch Feuereffekt. Der eine müsste tot sein, ja. Der kann aber noch schießen. Er schießt auf Peach. Ja, sehr schön. Das mit dem Stoßeffekt fand ich sehr schön. Denn jetzt steht Toadette hier vorne und kann direkt die Röhre benutzen. Mario, du dashst den kurz mal hier. Damit er seine Bubble verliert. Und springst schon mal hier vor. Die haben wieder ihre Blase, die sie einmal komplett vor einem Angriff schützt. Peach, du dashst ihn. Und hoffe ich, dass du ihn abschießen kannst. Nee, dann nimmst du deine Bombe. Und machst einen Crit, du machst einen Crit, du machst einen Crit, du schaffst es. Nein, schaffst du doch nicht. Rebel Peach kann auch schießen. Rebel Peach, du lässt die Bombe dahin fahren. Sobald er sich da aus der Ecke rausbewegt, ist er weg. Ja, ja. Nee, lohnt sich gar nicht zu springen. Wir müssen jetzt nämlich Toadette verlassen. Denn Toadette haut ab durch die Röhre. Und saved sich erstmal hier. Dann müssen wir gleich sofort hinterher in der nächsten Runde. So, jetzt kommt erstmal hier der... Der schießt drauf. Läuft dran vorbei. Hier spawnt noch einer. Die Bombe fährt und fährt ihn um. Tschüss. Aha. So, haben wir jetzt keine Gegner am Hals. Das ist schon mal gut. Dann kann Mario hier durchlaufen. Sich hier hinstellen. Ich sitze viel zu weit links, ne? Ich muss mal hier ein bisschen die Facecam schieben. So. Dann kommt... Oh, Peach hat Probleme. Peach muss hinterher. Peach, du stellst dich dahin. Und tankst somit ein bisschen Schaden. Und Rabbit Peach, wegen der Heilung musst du dich auch mal hierher bewegen. Und hast damit gerade den Weg von Toadette verbaut. Yeah. Kein Gegner auf dem Spielfeld, der wird jetzt spawnen, es ist wieder ein Hopser. Das sieht man an den schwarzen Ohren. Er läuft dahin, er schießt auf Peach, trifft sie nicht. Macht seine Bubble an, bleibt retten. Da vorne, da spawnt ein Ziggy. Ich hoffe mal, dass es ein Ziggy ist. Währenddessen wird Peach kurz springen und zwar hierhin. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt noch mehr Weg verbaut habe. Ich brauche nämlich kurz eine Heilung für ein paar. Ich weiß, dass jetzt Toadette nicht im Radius ist. Toadette kann aber trotzdem bis hierher vor. Dann schlage ich vor, dass sie das auch tun sollte. Mario schließt sich dem an. Und Rabbit Peach stellt sich dahin. Genau. In der Hoffnung, dass auch alles funktionieren wird. Es ist immer so komisch, in diese Kamera zu gucken. Ich weiß, ich schaue damit Menschen an, die sich das anschauen, aber trotzdem, es ist immer noch so komisch, diesen kleinen Punkt da zu gucken. Hi. Ich beobachte dich. Gib mir auch was von deinen Chips ab. Der da hinten ist... Der ist da. Der wird jetzt so schnell nicht hierher kommen. Wir lassen mal kurz den Ziggy hier oben spawnen. Gut, dass es ein Ziggy war und nichts anderes.
Klar, wir werden. Oh, ein Boogie Boom. Klar, wir werden zuerst mit Mario laufen. Mario stellt sich dahin. Er nimmt den Schuss in Kauf. Außer. Okay, ich dachte, er könnte sich jetzt noch so halb verstecken. Und schießt volle Kanne auf den drauf. Mit einem Sprung, der ist raus. Sehr schön. Dann lassen wir Toadette laufen. Da kommt sie direkt den Block da drunter. Oder wir gehen hier hin. Käme sie... Nee, sie käme nicht wirklich weiter dadurch. Nee, nee, Toadette, du, beziehungsweise stellen wir Peach mal dahin. Das heißt, wir lassen Toadette hier runterspringen. Ja, weil das wäre am klügsten. Und du stellst dich dahin, Peach. Sie kann nicht mehr laufen. Hellensicht lohnt sich nicht bei einem Cookie Boo, wissen wir ja bereits. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr das auch. Cookie Boos teleportieren sich, nämlich sie laufen nicht. Du schießt erst, dann wirst du jetzt gleich sowas von kaputt gehen. Du wirst kaputt. Du gehst ja bad. Du auch. Das ist wieder ein ganz normaler Ziggy. Ich muss mal ganz kurz mit Peach hier einen Gegner. Ich muss ganz kurz mit Toadette vorlaufen. Was bist du für ein Gegner? Du bist ein schauriger Ziggy. Gut. Toadette kriegt jetzt hier den Support. Mario rennt hierher und aktiviert sofort die Heldensicht, damit, falls er angreifen sollte, beziehungsweise der Ziggy läuft, wird er schon mal weggemacht. Und dann 50% Schuss, dass wir treffen, und wir treffen natürlich nicht. Doch, wir treffen! Nein, nimm doch die Heldensicht nicht auf den. Egal. Er ist abseits, er ist weg. Ganz kurz. Peach. Ich meine, also Rabbit Peach. Du triffst den überhaupt gar nicht. Okay. Halt, wenn du aber mit Peach springen willst, du kannst nicht mit Peach springen. Oh, okay. Dann stellst du dich dahin. Sie stellt sich hier hin, macht ihre Heldensicht an, also wirft jetzt erstmal so eine Granate auf den Typen. Achso, lohnt sich nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wird einmal zu 100% geblockt. Und jetzt macht sie noch Prinzessin-Blick an, also sobald er sich bewegt, ist er automatisch schon so gut wie weg. Und wir hoffen jetzt, dass der Ziggy zuerst läuft, bevor er angreift. Er schießt, okay, aber dann läuft er, zack, und wird von Marius Ulti erstmal weggehauen. Mit einem Crit und ist auch raus, gut. Lauf du bloß! Pam! Okay, er ist jetzt nicht weg. Okay, es spawnen noch mehr Gegner. Toadette, du läufst mal hier vor. Soweit es geht einfach. Peach, du dashst ihn. Und stellst dich direkt neben ihn, um ihn gleich wegzusmashen. Ich hoffe, das passt bei euch vom Ton her nicht, dass der Sound ein bisschen zu laut ist. Ich gucke jetzt mal wieder mehr auf den Sound. Und du machst ihn sogar raus, Peach. Sehr schön. Rabbit Peach stellt sich dahin und nutzt ihre Heilung gleich. Also in der nächsten Runde dann. Und ach, wir haben keinen Donkey Kong. Mario stellt sich, bist du auch ein Ziggy? Ja, bist du. Mario stellt sich dahin, um noch ein bisschen mehr zu supporten. Es ist niemand da. Okay, jetzt spawnen zwei Ziggys. Die werden beide auf Toadette gehen, verständlich. Ja, werden sie. Also einer zumindest. Beide, okay. Der Sparren stellt sich dahin. Er macht auch noch die Dings an. Es spawnt ein Cookie Boo. B. Rabbit Peach. Heilung. Werden wir alle ein bisschen geheilt. Also alle, die jetzt Schaden bekommen haben. Gut. Rabbit Peach, du musst dich leider
offen hier hinstellen. Den Schaden tanken. Von beiden. Ja, gut. Und Mario springt jetzt auf unseren lieben Freund, den Ziggy, drauf. Stellt sich dahin und schießt ihn aus dem Weg. Während er sich noch überlegt, ob er die Helden sich zünden soll. Die noch nicht da ist. Okay. Machen wir erstmal den Gegner raus. Hat eine Bombe hin. Weg mit dir. Nee, von dir lasse ich mich nicht nerven. Zack. Du bist weg. 150 Schaden. Mit einer einfachen Bombe. Sonst ist hier hinten kein Gegner mehr. Dann kann Rabbit Peach jetzt nämlich auch mal wieder ein bisschen hier aufholen. Kann sie irgendwas anmachen? Protector zum Beispiel. Niemand ist drin. Kein Gegner ist da. Ich hoffe, der Cookie Boo macht jetzt nicht allzu viel Schaden bei Toadette. Tinte ist ja egal. Toadette kann sowieso nicht angreifen. Das ziehe ich auf Peach dann. Erstmal. Dashen. Springen. Und hier landen. Ja, nimm das. Das ist nicht so schlimm. Damit die Heilung aktiv wird, springe ich natürlich. Klar. So hat noch irgendein Gegner diese Ulti an. Es ist nur noch der Gookie-Boo. Toadette, lauf mal nochmal hier vor. Dann sollten wir es in der nächsten Runde auch schon geschafft haben. Mario rennt mal kurz. Doch nicht da hoch. Wie kommt Mario da hoch? Wir kämen mal hoch. Trifft den Gookie Boo aber nicht. Das war so klar. Aber sie kommt hier hoch. Könnte theoretisch den Schutzschild vom Gookie Boo zerschießen. Sehr schön. Dann kann nämlich... Oh, der ist ja auch noch da hier. Oh. Also Mario kann dann auf jeden Fall schon mal hier hoch und den Gookie Boo treffen. Zu 100%. Das tut Mario auch. Zack. Er macht auch noch die Heldensicht an, falls der Hase da oben... Also bei euch da. Falls der noch in die Range reinläuft. Und Peach schmeißt ihre Kugel und erzielt bitte eine gute Punktzahl. Kann sie Protector? Nein, kann sie auch nicht. Okay. Pam, weg mit dir. Der Gookie Boo, er schießt auch. Oh ja. Ja! Wahrscheinlich kommt Toadette zum einen Feld nicht rein. Sie kommt genau rein. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, ich hasse immer noch Todescore. Hey, hä? Ich bin den kürzesten Weg gegangen. Scheint so, als wäre es nicht ganz der kürzeste Weg zu sein. Immerhin ist noch eine Silberstatue. Ich will euch Bronze niemals zeigen müssen. Das wäre nämlich relativ... Naja. Ene mene mu. Wie habt ihr mich gefunden? So wie wir dich die letzten 2.000-3.000 Mal gefunden haben, als das passiert ist. Ich habe nicht ganz mitgezählt. Yep, hat Spaß gemacht. Dürfte ich vorschlagen, dass ihr zwei zurückgeht und irgendwas bei euch zu Hause macht. Wie Marmelade kochen, neu tapezieren, vielleicht mal eine Karte studieren. Marmelade. Ja, aber zuerst noch eine letzte Runde verstecken. Nein. Nein, das ist es. Oh nein. Moment, ich habe euch eine Schatzkiste versprochen. Sie wird euch helfen. Halt nicht. Prozent, Hashtag, irgendwas, Dollar.
Schauriger Gugibu als. Gugibu als Modell. Und hier können wir noch nicht durch, wir können diese Blöcke noch nicht zerstören. Statt Essen. Wo ist das? Können wir noch den Bonus machen, bei dem ich wahrscheinlich auf jeden Fall verlieren werde. Es war ein Fehler, so rumzumachen. Wobei, vielleicht auch nicht. Gut, der war easy, der Bonus. Bitte für Mario eine gescheite neue Waffe, die stark ist, die alles weghaut. Ja. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von den Luigis in dem Spiel. Wobei Luigi, muss Luigi in den... Ich weiß es nicht, ich müsste nochmal nachgucken, welches Team am besten ist. Für den Final Boss. Haben wir von hier oben runter, denke ich mal. Ja, ja, doch. Dann geht es hier lang. Und hier drüben gibt es noch ein Rätsel, das wir machen können. Hier geht es aber noch eine Röhre längs, die uns hier hinten rausführt, wo wir uns diese schöne Statue schnappen können. Diese vermutlich weiter vorne benutzen müssen. Wir müssen auf jeden Fall diesen weißen Schalter da oben aktivieren. Okay. Wie wir das am besten machen, ich habe keine Ahnung. Ich öffne mal das hier. Ah, und jetzt blau runter. Und rot hoch. Nee. Doch. Genau, hier runter. Nehmen! Geht er noch durch! Mann. Gelb aktivieren. Jetzt die Statue hier holen. Blau muss hoch, genau. Fertig. Wofür ist jetzt die letzte Statue? Ach, für das Weiße, genau. Wir können jetzt nämlich vom Blauen aufs Rote rüber und somit zum weißen Plateau Gedöns. Und haben damit unseren Weiterweg geöffnet. Wie sieht's so besser aus? Irgendjemand muss diesen armen Rabbits eine Brechtablette oder eine Kotztüte oder etwas ähnliches bringen. Ich tue mir leid. Ich kenne dieses Gefühl zwar gar nicht. Auch in Italien sind wir früher immer mit dem Boot, aber das ist so. Seekrank ist so überhaupt nicht meins. Also, hatte ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Und hier kommt auch schon das vierte Kapitel. Achso, ich muss nicht Pause drücken. Das vierte Kapitel dieser Welt. Ob das wirklich so gut ist, sehen wir in der nächsten Folge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auf jeden Fall Kapitel 4 nicht verpasst. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like da. Bis dann. Ciao. Ciao.